Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Ich freue mich, dass ich heute hier dieses Video zeigen kann. Es geht hier um die Schnitz-News, da geht es so um das Hobby-Schnitzen oder auch vielleicht um professionellere Arbeiten, Werkzeuge oder auch hier mal Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich ein paar eigene Produkte produziert, die sollen dafür dienen, um meinen Kursteilnehmern, Leute, die das Schnitzen gerne lernen wollen, auch noch einen Mehrwert zu liefern, die vielleicht hierher kommen und sagen, ich brauche jetzt so ein bestimmtes Werkzeug oder ich möchte da eine Abkürzung gehen. Ja. Dafür habe ich nämlich einen Videokurs produziert und dazu auch noch einen Abguss angefertigt. Das ist einfach so eine Gesichtsleiste. Dieser Punkt ist ja immer der höchste Punkt beim Gesicht. Und wenn ich also ab da einfach mal einen überformenden Schnitt setze, der sozusagen auf das Kinn zielt, zack, von da nach da und jetzt auch hier oben, gut, das sieht man nicht mehr, aber wenn ich sozusagen jetzt hier oben höchste Punkte, Augenbraue und Haar zusammenfasse, kann ich hier schon mal zwei schöne Schnitte setzen. Das sind anlegende Schnitte, sondern immer erst einmal die große Fläche. Auch hier würde man zuerst die machen, dann macht man die, nachdem man das festgelegt hat. Und beim Schnitzen mit dem Schnitzmesser an kleineren Figuren, dann muss ich das auch mit dem Messer idealerweise so hier anlegen, in der Hand gleich zack, zack. Dann setze ich diese paar Schnitte in dem weichen Holz mit einem scharfen, schlanken Messer. Kann ich das also wunderbar anlegen und dann könnte ich auch hier reingehen mit dem Messer und entsprechend das vertiefen. So, das darf ich nicht zu hoch lassen. Ich kann natürlich wieder kontrollieren von der Seite. Ich filme mir auch parallel von der Seite. Jetzt gewinnt das schon langsam in Profil. Und da auch immer schön zeichnen. Hier höchster Punkt innerhalb des Stirnbereiches. Ja, dass das hier reinläuft, da können wir noch ein bisschen mehr zurückgehen und hier entsteht dann so eine Fläche und da kippt es dann richtig schön nach hinten und hier oben. Da kann man also das Schnitzen von einem Gesicht üben, einfach nur standardmäßig den Prozess zu erlernen, dass man es erstmal grob vorschneiden kann, natürlich auch hier diese Schrägen einarbeitet, entsprechend erstmal dann das Ganze weiter ausarbeitet und auch fertigstellt, ja, dass man diese Entwicklung mal vor Augen sieht, das kann man sich dahin hängen an den Arbeitsplatz, wo man immer schnitzt und das Ganze dann auch übertragen. Und dazu gibt es aber auch noch einen Videokurs hier auf diesen USB-Sticks, weil das ist eben auch eine ganz schöne Datenmenge, geht dann mehrere Stunden, ja, dass ich zu jedem Teil, den ich hier gemacht habe, also auch noch einen Hauptteil habe, eine Einleitung und einen Schluss und so. Und auch noch PDF-Dokumente, wo man vielleicht eine Entscheidung für ein Buch dann am Ende daraus treffen kann oder damit mit dieser Hilfe, ja, wo ich jetzt vielleicht noch Anatomie-Sachen oder so vertiefen will oder was ganz Spezielles brauche. Da gibt es ja auch mittlerweile schöne Bücher, die auch jetzt in jüngerer Zeit rausgekommen sind und dafür findet man auch ein paar Anregungen hier auf diesem Stick. Das Ganze gehört natürlich dann dir, das ist auch der Vorteil, ja, dass manche sagen, ich möchte das nicht auf irgendeiner Plattform mir anschauen oder so, ich will, dass das mir gehört, das ist dann deine, diese Daten, die kannst du mit transportieren, wohin du möchtest. Ja, dazu habe ich diese Abgüsse angefertigt von den Original-Schnitzübungen. Das sind jetzt nicht Arbeiten, wo es irgendwie um mich geht, dass ich hier das Stück der Stücke oder das Meisterstück produzieren will, sondern es geht halt wirklich um einen Leitfaden, ja, wo man das jetzt einfach standardmäßig lernen kann, den Prozess. Und dann geht es darum, das auch anzuwenden auf die eigenen Arbeiten. Und dann wird natürlich jeder das auch ein bisschen anders machen, ein bisschen anders anwenden. Das ist ganz normal, weil wir von unserem Gesicht her, wie wir uns halt im Spiegel immer sehen, das dann auch zum Teil übertragen. Und dann wird natürlich das Ganze immer ein bisschen individuell und anders. Ja, also da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke das natürlich in meinem Shop. Da gibt es hier diese Leisten, die ich dort anbiete. Das ist jetzt zum Beispiel ein Charakterkopf. Dazu gibt es noch keinen Videokurs, nur zu diesem Standardgesicht. Aber wenn jemand sagt, er hätte gern das, kann er natürlich auch nur das kaufen oder alle beide leisten. Das ist natürlich auch günstiger als ein Schnitzkurs, der vor Ort stattfindet. Ja, wenn du sagst, du willst dir das privat anschauen, du möchtest gar nicht hierher kommen, das ist dir eh alles zu aufwendig, du hast nicht die Zeit, du willst dir das abends immer mal anschauen. Das Schöne daran ist, dass es auch hier jeweils noch eine Zusammenfassung gibt zu diesen Hauptteilen, also zu dem Anlegen, Durcharbeiten und Sauberschneiden. Immer jeweils zu diesen Hauptteilen gibt es noch eine kleine Zusammenfassung von so, sagen wir mal, 15 bis 20, 25 Minuten.
dass man das nochmal dann vertiefen kann. Oder wenn du sagst, du willst es eher gerafft haben, ja, nicht so langatmig oder so, dann geht man halt in die Zusammenfassung rein, schaut sich das nochmal an, um das nochmal nachzuarbeiten oder nochmal entscheidende Punkte herauszupicken, wo man sagt, okay, da hänge ich jetzt irgendwie, das will ich nochmal lernen und dann nochmal weiterkommen. Dazu kann dieser Videokurs natürlich dienen und soll dazu helfen, die eigene Arbeit etwas systematischer anzugehen und versuchen, es zu verbessern. Dazu will ich natürlich auch ein bisschen anregen, ja, das dann zu übersetzen. Es gibt dafür noch diese Figurenschrauben. Der Vorteil ist, dass die im Vergleich zu anderen namhaften Herstellern und in dieser Größe und auch sehr guten Ausführungen mit einem Trapezgewinde vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wesentlich besser sind und eigentlich unschlagbar. Und ich habe auch schon welche davon verkauft, die mir Leute aus den Händen gerissen haben, die das sehr schön fanden, auch mit diesem goldenen Griff hier. Das ist natürlich auch ein schönes, ja, Highlighten der Schraube. Ich habe das bei meinen Schrauben ja auch gemacht. Die haben noch ein bisschen anderen Griff und sind auch geschweißt, ja, von einem Fachmann dann per Hand selber verschweißt alles entsprechend. Und die halten auch super, seitdem ich die habe. Und das hier ist halt ganz einfach so gewählt, wenn hier der Tisch ist, dass man immer noch greifen kann und drehen kann. Also in diesem Winkel, ja, dass man noch drunter kommt, selbst wenn ich jetzt hier das an die Platte ranschrauben sollte. Ja, die Schraube ist hier mit 6 cm so gehalten, wie ich das herausgefunden habe, dass das die beste Länge ist, ja, was ich noch mit Muskelkraft eigenständig schnell einschrauben kann. In fast allen Fällen reicht das absolut. Manchmal bei ganz weichem Holz wie einer Weimutskiefer oder Zirbelkiefer hat man manchmal das Bedürfnis, man möchte noch ein bisschen höher drehen, dann hätte man aber die Möglichkeit, das Bohrloch meinetwegen nur auf 11 oder 10,5 zu bohren und dann dadurch etwas mehr, ja, Zug zu erzeugen, dass die Schraube dann auch wirklich sehr stramm sitzt. Das kann man also auch machen. Bei Eiche muss man es definitiv mit 12 mm bohren oder gar 13, weil man dann Schwierigkeiten hat, komplett einzuschrauben. Ja, dann ist das Holz schon zu hart und dann brauche ich gar nicht diese ganze Schraubenlänge. Oftmals schraube ich das nur bis 5 cm ein und das reicht völlig, oder 4 cm hält auch. Ja. Das muss man überlegen, will ich wirklich die ganze Zeit hauen und richtig rangehen, dann muss ich halt mal richtig reinschrauben. Und sonst reicht das oft, nur wenige Zentimeter die Schraube reinzudrehen. Mit so einer dicken Schraube hält das oft sehr, sehr gut. Und wenn es noch mal rausrutschen sollte, dann nimmt man halt einen Span, den man in das Loch einleimt und dreht die Schraube anschließend wieder rein und sie hält genauso wie beim ersten Mal. Ja, hinten haben wir natürlich diese schöne lange Trapezgewindespindel. Also die Schraube ist insgesamt 24 cm lang ungefähr. Natürlich weicht das hier und da mal ein paar Millimeter ab oder einen halben Zentimeter vielleicht auch mal. Aber die sind fast alle so um den Dreh 24 cm lang insgesamt. Und eben auch hier eine schöne lange Trapezgewindespindel. Und was eben sehr schön ist, ist auch diese Zwischenfläche, weil dann kein Gewinde an dem Loch vom Galgen oder der Hobelbank reibt, sondern immer diese Zwischenfläche, die halt glatt ist, kein Gewinde hat und dadurch immer sich schön dreht und die Hobelbank oder den Galgen nicht beschädigt. Und das will ich ja auch haben, und da haben mir auch Leute gesagt, also das finden sie sehr, sehr gut und das gefällt ihnen richtig gut, dass hier so eine Zwischenfläche ist. Das habe ich am Anfang gar nicht so stark beachtet oder mich darauf fokussiert, sondern ich habe das einfach nur verbunden und so mit eingearbeitet, weil ich fand, ja, Zwischenfläche, klar, im Übergang ist richtig und das macht auch absolut Sinn. Wenn hier Holzgewinde ist, kann das eben das Loch auf Dauer immer mehr ausfransen, zerstören, weil diese scharfen Gänge sich da an dieses Loch anreiben und dann wird es ungenauer. Und mit dieser Fläche passiert das eben nicht. Ja. Das ist auch wirklich sehr smart, da bin ich erst hinterher drauf gekommen. Diese Zwischenfläche ist natürlich genial und das haben viele andere Hersteller eben so nicht. Und wenn du auch mal guckst, zum Beispiel bei Bildhau findest du da zum Teil auch Schrauben in diesem Preissegment, so um die 65 Euro. Die hier kostet nämlich 75, ja, das ist ein sehr guter Preis für eine mit Trapezgewinde, die du dort bei anderen Herstellern sozusagen findest. Die haben oft nur metrisches Gewinde, also das Normalgewinde, was überall auf der Welt Standard ist für Maschinenbauteile und so. Das ist eben ein sehr feines Gewinde, was sich sehr genau mit dem Drehmoment anziehen lässt und für solche Autos, Maschinenteile und dergleichen mehr natürlich relevant ist. Aber hier wollen wir, dass diese Schraube schneller nach oben läuft, ja, und dass es sich auch krasser festzieht bei meinen Holzteilen. Diese Steigung, so sagt man,
wie schnell die Mutter pro Umdrehung nach oben läuft, ist ja also entsprechend wesentlich höher als bei Normalgewinde. Das heißt, ich brauche viel weniger Umdrehungen, bis die Mutter nach oben läuft. Das geht schneller. Auch beim Runterschrauben, beim Abdrehen und beim Anfädeln ist es natürlich besser, weil das Gewinde gröber ist. Ja, wenn ich unten anfädel, ist das einfacher. Insgesamt viel schöneres Handling mit so einem Trapezgewinde. Das hält auch länger, ja, weil es halt grobe Gänge hat, die gerade sind, mit so einer richtigen Fläche und so. Wohingegen dieses metrische Gewinde sich nach unten ziehen kann, bei langem Beanspruchen und immer wieder Lösen und Drehen der Schraube ziehen sich diese Gewindegänge allmählich nach unten. Das ist wirklich ein Phänomen, was ich festgestellt habe bei einer meiner Schrauben, bei so einem Teller, wo ich immer Reliefe drauf geschraubt hatte, dass sich dieses Gewinde schon nach unten zieht. Das sieht man bei diesen Trapezgewindespindeln überhaupt nicht. Ja, die sind da viel stabiler, massiver, da hat man viel mehr Fläche, wo sich das Ganze miteinander verhaken, verschrauben kann. Und sehen auch sehr schön aus mit diesem groben Gewinde. Das sieht immer sehr professionell aus. Gefällt mir immer sehr gut. Der Hebel ist natürlich praktikabel, ganz einfach gebaut. Und hier hinten mit diesem, wie so eine Art Ringschlüssel, der halt hier hinten ranpasst, den ich dann dort immer zusammenstecken kann, um die Schraube einzudrehen in das Werkstück. Und dafür muss ich sie eventuell mal mit einer Schraubzwinge schön fest auf den Tisch spannen. Ich finde die sehr gut. Ich habe selber eine 16 mm Schraube, auch mit dieser Länge von Holzschraube. Wie gesagt, das habe ich nach eigenen Erfahrungswerten so ausgewählt, dass das ideal ist, dass das reicht und dass das sehr gut ist. Ja? Dass ich damit gut zurechtkomme, weil ich dann eben auch diese schöne Zwischenfläche hier habe, die immer am Loch anliegt. Ja? Und ich in den meisten Fällen dann diesen Bereich hier von 4-5 cm und manchmal auch bei 6 cm einschrauben kann und das bereits sehr, sehr gut hält und oft die Muskelkraft auch nicht mehr hergibt, ja, dass man das per Hand oft nicht tiefer einschrauben kann und man dann schon merkt, es sitzt bombenfest. Ja, hier dazu ist noch so eine Unterlegscheibe, die ist immer mit dazu. Das ist eben auch ein eher schönes Präsent noch mit an euch, was auch Mehrwert liefert, natürlich, dass ich da eine schöne Verbindung habe. Ich lege persönlich immer noch eine Messing-Unterlegscheibe dazwischen, weil desto mehr Unterlegscheiben ich habe, da kann das auch nochmal kleine Unebenheiten ausgleichen, wenn ich die mal ein bisschen falsch angesetzt habe. Und das Messing schmiert immer, dass der Stahl, das ist ja sozusagen ein ganz normaler Stahl und Stahl auf Stahl ist ja immer nicht gut, weil sich das gegenseitig anfressen kann. Das reißt also auf, wird rau, ratscht sich auf, wie vielleicht so eine Mutter bei einer Radfelge, ja, wenn man die oft auf und zuschraubt, dann sieht man das, dass die sich so aufratschen und dann müssen die Muttern manchmal getauscht werden. Das schmiert halt schön, das Messing ist weicher wie der Stahl und wird sich niemals so aufreißen und immer wieder abnutzen und die Mutter am Hebel hier blank halten. Das finde ich sehr schön und man hat immer ein schönes, weiches Gefühl beim Zudrehen. Ja. Oder man kann das eben auch mit einer Spannung einstellen, dass ich kleine Figuren dann auf dem Werktisch immer drehen kann mit so einer leichten Knackbewegung, ja, dass sich die Schraube unter Spannung dreht, wenn ich am Sockel so ein bisschen schiebe, kann ich sehr schön machen. Und dafür habe ich auch noch diese kleine Schraube, die ich dann immer nehme bei so kleinen Figuren, dass ich halt wirklich auch mal nur die Figur drehen kann, dass ich nicht mal lösen muss, sondern immer so eine schöne Spannung habe. Ja. Dafür könnte man auch noch einen Federring verwenden und einen Messingring oder so. Da kann man also ein bisschen kreativ werden. Diese kleine Schraube kostet 65 Euro, ist sozusagen der kleine Bruder hier von der großen. Und das hat sich für mich herauskristallisiert, dass ich diese Schrauben am liebsten verwende in diesem Format für die also mittleren bis großen Arbeiten. Da kann ich auch mal richtig große Arbeiten aufspannen hiermit, weil ja dann auch das Eigengewicht des Werkstücks dazu kommt. Da muss es nur noch fixiert werden praktisch. Das geht mit so einer Schraube hier sehr gut zu machen. Würde sogar mit der dann gehen. Ja. Und die nehme ich aber für alle kleinen Sachen, weil die irgendwie schöner ist. Und da habe ich sogar hier ein Trapezgewinde. Man kriegt diese Schrauben in dem Preissegment für 65 Euro inzwischen nur noch mit einem metrischen Gewinde, ja, was ja die Nachteile hat, wie schon angedeutet. Das ist also auch so eine versteckte Abnutzung, Verschleiß, den dann die Hersteller natürlich damit einbauen, dass ihr dann irgendwann wieder eine neue Schraube kaufen müsst. Und die halten halt länger. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Formaten. Guck gerne mal vorbei in meinem Shop. Ich kann dich dazu ermutigen, dir so etwas zu kaufen oder mach dir ein Paket. Warenkorb mal zusammenstellen, mal gucken, was das für dich kostet, so ein Videokurs, vielleicht so eine Leiste dazu kaufen, ist auch ein sehr schönes Anschauungsobjekt.
Das ist Gießkeramik, die habe ich so ein bisschen eingefärbt, dass man noch so eine Ahnung hat, dass das mal vom Holz herkommt. Ja, und du kannst natürlich dann sowas in eigenen Werkstücken üben oder auch mal in einem Schnitzkurs, wenn du sagst, du würdest gerne einen Kurs bei mir machen. Und wenn du das halt abkürzen willst oder selber trainieren willst, dann kauf dir so eine Leiste, das ist die Abkürzung und dieser Videokurs dazu. Das habe ich also auch mit Teilnehmern schon durchgearbeitet. Und dazu würde noch passen so eine Schraube, mit der kann ich nämlich diese kleinen Leisten auch schön aufspannen auf einem Galgen, einem Schnitzbock und dergleichen mehr mit so einer Figurenschraube her. Die ist sehr schön, die braucht eigentlich jeder Schnitzer. Ich würde sagen, eine Figurenschraube ist das Must-Have, was man unbedingt braucht, ein Mittel, Arbeitsmittel, was jeder wirklich nötig braucht. Eine Figurenschraube gehört dazu aus meiner Sicht. Mit der hier kann ich schon mal fast alles machen und wenn es halt nochmal wirklich mehr in die Bildhauerrichtung geht, dann wäre so eine hier optimal. Wenn du vielleicht sagst, du bist auch Lehrling, Auszubildender, dann würde ich dir gerne auch ein bisschen Rabatt auf diese Schrauben geben. Dann tu dich aber bitte mit Leuten zusammen, dass du vielleicht sagst, wir machen ein ganzes Paket und wir kaufen bei dir ein paar Klüpfel und ein paar Schrauben, also mindestens 10 Produkte, ja, von Klüpfeln und Schrauben, die ich dann an dich, an eine Person liefere und du machst das dann für die anderen, ja, die dir dann das Geld geben und wir machen eine Überweisung komplett. Ich kann nicht für jeden eine Rechnung oder irgend sowas erstellen, das ist viel zu viel Aufwand, also dann ein Gesamtpaket, eine Sammelbestellung, die ihr dann untereinander sozusagen euch reinteilt und euch dann um die Aufteilung des Geldes unter euch selbst kümmert. Wenn du jetzt an der Schnitzschule bist und sagst, du hättest gern so ein Paket, weil in diesem Preissegment wirst du diese hochwertigen Schrauben mit diesem Trapezgewinde sonst so nicht kriegen. Bei dem Hersteller Pfeil kosten diese richtig dicken Schrauben natürlich schon über 100 Euro und da hast du also hier ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Du kannst auch noch Klüpfel dazu kaufen, kleine, mittlere und große. Es ist also auch schon ein schönes Angebot, was ich dir da mache und ich gebe dir auch noch ein bisschen Rabatt. Dann würde ich dir auch gerne pro Werkzeug 5 Euro Rabatt geben auf jede dieser Werkzeuge, auf die Schrauben. Die kostet 75, dann hast du 70 Euro, die kostet 65 und die würde ich dir dann auch für 60 Euro geben, diese Werkzeuge. Und die Klüpfel kosten halt fast immer 50 Euro, je nachdem, wenn du diese Standardklüpfel nimmst, wenn du den dicken haben willst, der kostet dann 57 Euro. Und da würde ich dir eben auch ein bisschen Rabatt geben, vor allem wenn es dann 10 Stück oder 10 aufwärts sind. Ja, so eine Sammelbestellung, das ist natürlich das Beste für mich, dass ich dann auch damit gut kalkulieren kann und dann ist es ein Abwasch an eine Person. Überleg gerne, was du da haben willst. Ich verlinke das unter dem Video. Ich habe mich gefreut, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir gutes Vorankommen. Vielleicht sehen wir uns wieder im Videokurs, den ich hier auf USB-Stick habe oder hier in einem weiteren Video. Vielleicht willst du das auch einfach so probieren. Du hast es jetzt hier gesehen und willst jetzt gleich zu Hause anfangen. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, das umzusetzen. Komm gut voran mit deinen eigenen Arbeiten, wo auch immer du gerade dran bist. Bis zum Wiedersehen. Alles Gute, euer Simeon Decker.